Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, beziehungsweise neuen Video von mir. Ja, mal wieder ein Video, keine Streams. Stardew Valley mal wieder am Start. Wie man merkt, habe ich heute tatsächlich irgendwie richtig Bock drauf. Sonst wollte ich nicht so reden wahrscheinlich. Ah, wir haben für George wieder Bruni. Nein, also ich habe immer Bock, wenn ich ein Video mache oder wenn ich streame. Nur man hört es manchmal nicht so krass raus, sag ich mal. Ich habe hier noch überhaupt rein gar kein Heu. Ich muss jetzt erstmal ein Silo bauen. Ich brauche eine Gießkanne. Meine Gießkanne, nicht nur eine Gießkanne. Gibt ja nur eine. Wie man merkt, ich habe irgendwas mit dem Hals. Keine Ahnung. Ich bin schon seit 10, 15 Minuten am Räuspern. Ich bin noch was aufgestanden. Ach, dich hatte ich ja schon gestreichelt. So, dann wollen wir doch mal sehen. Ich brauche auf jeden Fall Holz, das weiß ich noch. Wir haben Tomaten! Holz. Stein. Und ich bin der Meinung, 10 Leben brauche ich dafür auch noch. Ich sehe gerade, ich habe genug Holz. Das kann erstmal wieder zurück. Habe ich kein Leben? So, ein bisschen sortieren hier. Ich hoffe, dass dieses Räuspern auch gleich wieder aufhört. Ich dachte gerade, ich hätte hier Steine gesehen. Es sind tolle Steine. Auster. Wir haben offensichtlich kein Lehm. Ich sag mal, ich kein Lehm habe. Ah ne, stimmt, ich hatte doch, glaube ich, schon ein Silo gebaut irgendwo, ne? Erstmal wieder reinkommen hier. Ich bin der Meinung, dass ich schon... Genau, hier unten. Sie ist gerade noch am Gange. Dann hat sich das ja wieder erledigt. Im Laufe der Zeit wird es natürlich noch einen zweiten Silo geben. Vielleicht auch noch einen dritten. Wobei ich glaube, die zwei reichen dann erstmal. Wenn nicht sogar einer schon reicht. Ich glaube, ich sollte öfter mal direkt nach dem Aufstehen oder so kurz nach dem Aufstehen einfach mal Videos machen. Ich bin dann irgendwie, habe ich so das Gefühl, was Videos angeht. Also wenn ich dann Lust habe, Videos zu machen, ich habe halt echt irgendwie das Gefühl, ich bin dann energiegeladener. Sonst mache ich es ja so gegen nachmittags. Irgendwann nachmittags rum. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin da nicht so energiegeladen. Obwohl ich halt schon Lust habe. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich weiß, dass ich heute Abend streame. Mit jemand anderem zusammen. Und vielleicht hat mir das nochmal so ein bisschen durch Vorfreude darauf, auf diesen Stream, so ein bisschen mehr Energie gegeben.
muss allgemein mal wieder öfter streamen oder Videos machen. Vor allem streamen auf Twitch. Was ich jetzt auch vorhabe, ist, heute auf jeden Fall ungefähr 3 Folgen Stardew Valley aufzunehmen. Mindestens eine schon mal zu bearbeiten, dass halt diese hier direkt hochkommt. Also dass halt diese hier direkt heute noch hochgeladen wird. Und dann werde ich mal schauen, dass ich eventuell, wenn sie Exorzist mich nochmal ransetze und das dann als Video mache. Und dann schaue, dass ich das ein bisschen so schneide, dass man, ja, wie bei einem, ich sag mal, guten YouTuber, nur die spannenden Sachen sieht. Also nicht komplett alles, wie ich da die ganze Zeit durch diese Wohnung laufe, beziehungsweise durch dieses Haus laufe und nichts passiert. Dass ich einmal so ein bisschen schneide in dem Video, also mal ein bisschen mehr schneide. Habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Erstmal alles weg hier. So. Ich habe tatsächlich schon Tomaten. Habe ich denn auch schon Tomaten gespendet? Das war ein Apfel, hier war das also schon mal nicht. Ich brauche immer noch Blaubeeren und grüne Bohnen. Herzmuschel? Muss ich da mal schauen. Ich glaube nicht, dass ich eine habe. Und diese ganzen Fische hier sowieso nicht. Dafür gehe ich zu selten angeln. ...99 Schleim habe ich auch noch nicht. Und die sowieso noch nicht. Dafür muss ich mal wieder in die Mine. Ich bin schon einmal durch. Keine Tomaten. Okay. Die schwarze Truhe brauche ich. So. Wollte ich ihn jetzt noch machen. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts mehr, was ich noch irgendwie machen kann, wie zum Beispiel Geoden zum Schmied bringen oder so. Dich kann ich auf jeden Fall mal wegbringen. Dich kann ich noch verarbeiten. Damit kann ich, glaube ich, nichts mehr machen. Also das kann ich, glaube ich, nicht verarbeiten. Würde mal sagen, wir hier mal wieder so ein bisschen rum und sammeln uns Pflanzen ein.
bin der Meinung, das war unten rechts. Ich kann mich jetzt auch irren. Ich hatte zum Glück recht. Gehen wir mal zum Strand und schauen nach, ob wir vielleicht eine Herzmuschel finden. Meint. Kriegst du nicht. Alles leer. Komplett leer gefegt. Sammy! Danke, ich merke das wirklich. Wie weit bin ich eigentlich schon mit ihm? Drei Herzchen. Yay! Ich muss dir mal irgendwann wieder eine Pizza geben. Beziehungsweise, was heißt hier mal wieder? Ich weiß gar nicht, ob ich ihm auf diesem Spielstand schon mal eine Pizza gegeben habe. Ich habe das mal durch Zufall herausgefunden, dass er Pizza mag. Da habe ich auf dem Privatspielstand, um das Spiel halt kennenzulernen, also ein bisschen mehr besser kennenzulernen, just for fun einfach mal eine Pizza gekauft und ihm eine Pizza gegeben, weil ich mir gedacht habe, ja, Pizza mag doch eigentlich jeder. Und zwar wirklich jeder. Also würde es mich wundern, wenn er sie hasst. Beziehungsweise nicht unbedingt jeder. Gibt bestimmt auch welche, die keine Pizza mögen, aber das sind dann seltsame Menschen, finde ich. Und ja, das Ergebnis davon war, was er Pizza geliebt hat. Und ja, sagen wir mal so, durch die Pizza habe ich es dann tatsächlich auch geschafft, dass er bei diesem Tanz mit mir getanzt hat, weil unsere Freundschaft dann dementsprechend groß genug war. Gibst du jemandem Pizza, steigt deine Freundschaft ins Unermessliche sozusagen. Und irgendwann fängt er an, dich zu lieben. Liebt er nicht mehr die Pizza, sondern dich. Seltsame Vorstellung, aber das Spiel funktioniert halt so. Immer stelle ich mir vor, dass er im echten Leben so. Geht einfach mal zu irgendeinem Typen hin, den ihr nicht kennt. Oder zu irgendeinem Mädel hin, das ihr nicht kennt. Und gebt einfach nur eine Pizza hin. Und diese Person sagt, oh mein Gott, danke. Ich liebe das. Und geht dann einfach wieder. Dann sucht ihr die Person einen Tag später wieder auf, gibt ihr noch eine Pizza. Oh, vielen Dank, ich liebe das. Und geht wieder. Dann geht ihr am nächsten Tag wieder hin. Oh, aber du hast mir doch schon diese Woche zwei Geschenke gemacht. Geht dann wieder. Dann geht man halt eine Woche später wieder hin, gibt ihr wieder eine Pizza. Oh mein Gott, danke, ich liebe das. Also ganz ehrlich, ich würde mich im echten Leben so verarscht fühlen. Ich muss hier unten mal sauber machen. Also es wäre auf jeden Fall witzig, wenn das tatsächlich mal passieren würde. Das wäre ohne Frage ziemlich witzig. Aber ich würde es ehrlich gesagt nicht unbedingt erleben. Oder wollte ich mal an dieser Stelle das erste Video erstmal als abgehakt ansehen. Und bis zum nächsten Video. Oder eher bis zum Stream heute Abend. Tschüssi.